Wie geht es weiter mit den Kassel Huskies? Diese Frage kommt auf, wenn die finanzielle Notlage der KEBG betrachtet wird. KEBG steht für Kasseler Eissporthallenbetriebsgesellschaft, die Mieterin der Eissporthalle ist und hinter den Huskies steht. Derzeit ist die KEBG, hier im Bild Geschäftsführer Stefan Draut, von der Insolvenz bedroht. Nur wenn sich einiges ändert, etwa der hohe Mietpreis der Eissporthalle, kann diese Gefahr gebannt werden. Unser Interview mit Stefan Draut haben wir geführt, bevor Details aus einem Gespräch zwischen Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen und den Eishalleneigentümern, dem Ehepaar Kim, bekannt geworden sind. Aus Sicht der KEBG wäre es beispielsweise hilfreich gewesen, wenn Hilgen einen niedrigeren Mietpreis für die KEBG und damit einen neuen Mietvertrag hätte raushandeln können. Stefan Draut, Geschäftsführer der KEBG. Es ist jetzt Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Leben die Huskies noch? Momentan leben sie noch. Ich habe leider noch kein Ergebnis von den Gesprächen heute Morgen zwischen Kim und der Familie Kim und dem Herrn Hilgen. Und wir warten das Ergebnis ab und sehen dann, was sie dann weitermachen. Das heißt, es gibt also keinen Insolvenzantrag bislang? Also bis zum heutigen Tage nicht, weil wir ohne das Ergebnis natürlich nicht entscheiden können, welchen Weg wir jetzt gehen. Das heißt also, im Hintergrund wird noch an einer Lösung gearbeitet, offensichtlich. Sie wissen nicht, wie die aussehen kann. Und es geht halt jetzt darum, keine Fakten vorher zu schaffen. Ja, ich habe bislang kein Ergebnis bekommen aus der Besprechung heute Morgen. Wir warten darauf und entscheiden dann, was wir als nächstes tun. Wie könnten die nächsten Schritte aussehen? Ja, es gibt mehrere Varianten, aber das liegt immer wieder an dem Ergebnis von dem Gespräch. Und von daher müssen wir einfach abwarten. Okay, aber sehen Sie eine Zukunft für die Huskies mit der KEBG? Das liegt daran, ob wir einen zukünftigen Mietvertrag bekommen über den 30.04. hinaus zu ordentlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Und dann kann man weitersehen, was man dann weiter für die Zukunft macht. Wird es eine Zukunft geben können mit der Person Stefan Draut? Wird es eine Zukunft geben können mit der KEBG? Oder können die Huskies auch fortbestehen ohne beides? Die können klar ohne beides fortbestehen. Also es hat vor meiner Zeit Eishockey gegeben und es wird es auch nach meiner Zeit geben, gehe ich von aus. Und die KEBG ist da auch nicht von abhängig oder mit abhängig zu machen. Und dann wird man sehen, wie es danach noch weitergeht. Okay. Gäbe es denn Partner der Huskies, die eben in einer anderen Konstellation weitermachen würden, die sich vielleicht erst dann engagieren, wenn eben neue Perspektiven aufgezeigt sind? Ja, eine Investition oder eine Investition in die KEBG macht erst dann Sinn, wenn wir eine Zukunftsperspektive haben. Die haben wir momentan nicht und darauf müssen wir einfach warten. Und dann gibt es mit Sicherheit mögliche Gesellschafter oder mögliche Investoren, die dann nochmal mit in die KEBG einsteigen. Und dann könnte auch die derzeit zur Diskussion stehende Finanzlücke von 250.000 Euro geschlossen werden und es könnte weitergehen? Das könnte weitergehen. Die drohende Insolvenz könnte abgewendet werden mit so einem Zug. Aber da sind wir wieder von dem Mietvertrag und von der Eishalle abhängig. Und da muss man einfach sehen, wie es jetzt weitergeht.